Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will nur einige grundsätzliche Gedanken äußern zu dem Thema, mit dem wir uns heute zu befassen haben, und daran erinnern, dass natürlich nach dem verlorenen Krieg und Zusammenbruch war Europa eine Vision, der viele, viele Deutsche angehangen haben, sozusagen als Zukunftsvision. Und man hat sich natürlich damals erhofft, dass von Europa eine friedensstiftende Wirkung ausgehen würde. Und diese Hoffnung hat ja nicht getrogen. Europa hat auch für uns Deutsche, aber für die europäischen Nachbarn genauso, für Freiheit, Frieden und Wohlstand gesorgt. Aber wir haben auf dem Prozess erlebt, wie schwierig doch die Entwicklung von Europa sich darstellen kann, wenn es um konkrete Fragen der Organisation, der Kompetenzen, der demokratischen Legitimation und der Fragen, wer ist wofür verantwortlich und welche Verantwortung soll wie organisiert werden. Wenn man diese Fragen sich stellt, dann sieht man, dass die Weiterentwicklung, um die es jetzt geht, von Europa gar nicht so einfach ist. Und deswegen haben wir uns mit diesen Fragen befasst, nicht so, wie es leider einige Parteifreunde von mir auf traditioneller Grundlage denken, dass man Europa eine Zukunftskonzept entwickelt und sagt, das muss ein Bundesstaat dieser und jener Ordnung sein, sondern wir haben uns überlegt, anhand welcher Prinzipien, anhand welcher Grundsätze muss denn Europa weiterentwickelt werden. Und da ja die Vorstellungen in den unterschiedlichen europäischen Mitgliedstaaten häufig ganz unterschiedlich sind, wie kann man die Staaten mitnehmen oder wie können die, die vorangehen wollen, schneller vorangehen? Andere lässt man eben dann warten und sie werden dann die Diskussion in ihren Ländern vorantreiben. Ich hatte heute ein interessantes Mittagserlebnis. Wir haben gegessen, das Präsidium des Deutschen Bundestages mit dem Präsidium des dänischen Parlamentes, Folketing. Und ich habe gefragt, wie das denn ist. Dänemark ist ja nun nicht Mitglied des Euro. Wie Sie das sehen? Und Sie haben gesagt, ja, Sie haben, nachdem Sie ein Referendum in Dänemark hatten, aufgrund Ihrer Verfassung und das Volk die Mitgliedschaft im Euro abgelehnt hat, haben Sie die dänische Krone so eng wie möglich an den Euro gebunden. Aber wenn man das ein bisschen zugespitzt betrachten wollte, sagte der Präsident des dänischen Parlaments, ist es eigentlich so, dass Sie sich ein neues Volk wählen müssten, weil mit dem Volk kriegen Sie die Mitgliedschaft beim Euro nicht. Es macht aber auch nichts, weil die enge Anbindung an den Euro Ihnen die Vorteile einer Mitgliedschaft gleichwohl bringt und nicht ganz so viele Nachteile, weil Sie natürlich nicht mit in die Haftung einsteigen müssen für die finanziellen Hilfen, die schwächelnden Euro-Mitgliedern geleistet und gewährt werden. Ja, es geht also darum, um es mal kurz zusammenzufassen, europäische Integration als offenen demokratischen Prozess zu gestalten. Entscheidend ist nicht irgendeine Zielvorstellung, sondern die Orientierung an den Prinzipien der gemeinsamen europäischen Wertegrundlage, des Wertefundaments. Und es geht deswegen darum, die demokratische Legitimation der europäischen Einigung zu verbessern, die Zuordnung von Kompetenzen und Verantwortung konsequent und eindeutig am Subsidiaritätsprinzip auszurichten, ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten zuzulassen und jede Vermischung von Haftung und Verantwortung zu vermeiden. Das mal sozusagen kurz gefasst und prägnant gefasst. Deswegen haben wir das eben in verschiedene einzelne Forderungen aufgeteilt, das Papier. Aber der Kerngedanke ist eben dieser offene Prozess der Entwicklung von Europa. Denn wenn man ein Endziel vorgeben würde, hat man ja schon einen Rahmen geschaffen, aus dem man dann auch nicht mehr aus kann und bei dem zum Schluss dann nur wahrscheinlich wenige Mitglieder mitmachen könnten. Im Übrigen ist ja der Begriff des Bundesstaates ein weiter Begriff, der erstmal definiert werden müsste. Sehen Sie, wir haben doch Bundesstaaten überall auf der Welt. Kanada ist ein Bundesstaat, die Vereinigten Staaten, Indien, die Schweiz, das frühere Jugoslawien war ein Bundesstaat und die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat. Aber alle diese Bundesstaaten sind völlig unterschiedlich organisiert. Und die Verteilung der Zuständigkeiten, Kompetenzen,
Auch die Verteilung der finanziellen Verantwortung ist in all diesen Staaten auch unterschiedlich geregelt. Deswegen ist die Definition, Bundesstaat sagt in Wirklichkeit gar nichts aus. Es ist eine Lehrformel. Es geht darum, genau wie organisieren wir das. Und wenn Sie sich jetzt die Europäische Union anschauen, dann sehen Sie, bei einigen Elementen gibt es Mitglieder, die dem beigetreten sind, wie bei der Europäischen Währungsunion, aber andere nicht. Beim Schengen-Abkommen sind Mitglieder, nicht alle Mitglieder der Europäischen Union dabei, aber mit Staaten, die nicht der Europäischen Union angehören, sind ebenfalls dabei. Und wenn Sie an das Verteidigungsbündnis der NATO gehen, so geht das weit über die Europäische Union hinaus. Sie sehen, auch hier ist die Flexibilität, die wir in der Praxis erreicht haben, hilfreich und schadet nicht. Und deswegen sollten wir diese Flexibilität so lange wie möglich beibehalten, um die Menschen mitzunehmen, damit Europa auch von den Bürgern, vom Bürgerwillen in Zukunft getragen ist. Ich habe mal in einem Aufsatz geschrieben, für den Bürger stellt sich das doch so dar. Ich komme aus der Kleinstadt Lich in Hessen, also ich bin Licher, ich bin Hesse, ich bin Deutscher und ich bin Europäer. Alles gleichzeitig. Und das ist kein Widerspruch in sich, sondern das eine bedingt das andere und das Bewusstsein darüber hilft eben auch das europäische Bewusstsein zu stärken und schwächt es nicht. Und deswegen ist das kein abgrenzender Faktor, sondern ein verbindender Faktor. Nun hat Professor Nayer in einem beachtenswerten Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ja von dem möglichen Widerspruch von Integration und Demokratie oder Demokratieprinzipien gesprochen. Da ist sicher etwas dran, aber es kommt ja jetzt darauf an, möglichst diese Widersprüche zu vermeiden und nicht zu intensivieren. Und da gibt es natürlich bei einem solchen Prozess immer gegenläufige Interessen und gegenläufige Meinungen. Und die europäische Administration wäre ja die erste Administration der Welt, die nicht laufend Kompetenzen an sich ziehen wollte. Das ist nun mal eine Eigenschaft von Verwaltungen, dass sie möglichst ihre Zuständigkeiten, ihre Verwaltung ausdehnen wollen. Und deswegen bedarf dieses eines Gegengewichtes. Und das Gegengewicht ist ja in den europäischen Verträgen formuliert und festgehalten, nämlich das Subsidiaritätsprinzip, dass nämlich die Entscheidungen immer so nah am Bürger getroffen werden müssen, immer auf der untersten Ebene. Und nur wenn es sich als notwendig und zweckmäßig erweist, kann die Zuständigkeit auf die höhere Ebene übertragen werden. Das heißt, erstmal auf der Kommune, dann auf Landesebene, Bezirke gibt es auch in Deutschland noch, und Bezirksebene, Landesebene, Bundesebene und europäischer Ebene. Und dass nur das, was zwingend dem europäischen Fortschritt verhilft, was eben die vier Freiheiten in Europa unterstützt, das muss europäisch geregelt werden. Und die Zuständigkeiten für die Organisation dieser Regeln muss demokratisch legitimiert sein, damit das auch ein demokratischer Prozess ist und das Demokratieprinzip in Europa fundamentiert ist. So soll das sein. Darüber aber wacht der Europäische Gerichtshof. Er sollte darüber wachen, sage ich mal lieber. Der Europäische Gerichtshof hat aber leider die Eigenschaft, sich insbesondere dem Interessen Europas unterworfen zu haben und möglichst entscheidet in Richtung und in der Befürwortung für europäische Regelungen. Und deswegen fordern wir in diesem Papier, dass beim Europäischen Gerichtshof ein zweiter Senat eingerichtet wird, der vorwiegend oder ausschließlich die Zuständigkeit hat, die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zu überwachen und der auf Klagen gegen die Verletzung des Subsidiaritätsprinzips eben dann darüber zu urteilen hätte, eben unabhängig von dem ersten Senat im Europäischen Gerichtshof, bei dem die vorwiegende Tendenz vorherrscht, für Europa sich zu entscheiden. Das war sicherlich einer der umstrittenen Punkte auch bei den Beratungen innerhalb
der Gremien der Friedrich-Naumann-Stiftung, aber das ist doch dann auch von allen so akzeptiert worden. Also Europa der Vielfalt. Jeder, der mit will, soll mitmachen, aber keiner ist gezwungen. Wir wollen kein Europa der zwei Geschwindigkeiten, sondern Europa unterschiedlicher Geschwindigkeiten, immer auf der Grundlage der Freiwilligkeit der einzelnen Staaten. Man muss immer in Erinnerung rufen, Europa ist immer noch das Bündnis von souveränen Nationalstaaten. Und es geht jetzt darum, eben diese Abgrenzung der Zuständigkeiten zu organisieren. Und deswegen sind diese verschiedenen Geschwindigkeiten nicht nur möglich, sondern notwendig. Die europäische Handlungsfähigkeit muss gewährleistet werden dadurch, dass das, was dann auch europäische Zuständigkeit sein soll, durch Europa auch tatsächlich wahrgenommen wird. Und das will ich als Beispiel nennen, gelingt heute weitgehend nicht. Nämlich denken Sie an die Außen- und Sicherheitspolitik. Da ist es noch bis jetzt nicht gelungen, eine einheitliche europäische Politik zu erreichen. Die souveränen Staaten, insbesondere die alten großen Kolonialstaaten wie Großbritannien und Frankreich, denken überhaupt nicht daran, sich in ihre eigenen Zuständigkeiten hineinreden zu lassen, jedenfalls heute noch nicht. Und es wird hier auch ein langsamer, beschwerlicher Prozess sein, hier zu gemeinsamen Handlungsperspektiven zu kommen. Das wird meiner Ansicht nach auch im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte gelingen, aber heute ist es jedenfalls noch nicht möglich. Das haben ja die Entscheidungen beispielsweise zu Libyen gezeigt, zum Irakkrieg gezeigt. Und möglicherweise jetzt auch die Entscheidungen, was Syrien anbetrifft, das wird sich aber noch herausstellen. So, dann geht es darum, das Subsidiaritätsprinzip durchzusetzen. Die im Lissabon-Vertrag vorgesehene vorbeugende Subsidiaritätskontrolle gelingt bis jetzt nicht, jedenfalls nicht hinreichend. Und die Subsidiaritätsrüge, davon ist bis jetzt noch nicht Gebrauch gemacht worden. Auch hier geht es darum, dass die nationalen Parlamente sich besser abstimmen als heute schon, um hier diesen Kräfteausgleich zwischen Zentralentscheidungen durch die Europäische Kommission oder auch durch Entscheidungen des Europäischen Rates zu konterkarieren. Denn die Parlamente müssen eigentlich die tragenden Gremien des politischen Willens sein. Die institutionelle Kompetenz muss zugeordnet werden, damit das demokratisch gestärkt wird. Das Problem ist natürlich das Wahlrecht, was ein europäisches Wahlrecht zum Europäischen Parlament, was demokratischen Prinzipien nicht genügt. Das war ein Kompromiss, um weiterzukommen. Das ist auch in Ordnung so. Aber wer will, dass das Europäische Parlament eine stärkere Rolle spielt, muss sich natürlich auch mit dem Wahlrecht beschäftigen. Denn Demokratie heißt One Man, One Vote. Und heute haben wir höchst unterschiedliche Gewichtungen der Stimmen in den einzelnen Ländern. Die Stimme des deutschen Abgeordneten bedarf sehr viel mehr Wahlstimmen. Also ein deutscher europäischer Abgeordneter bedarf sehr viel mehr Wahlstimmen als beispielsweise der Abgeordnete aus Malta oder Zypern. Und das heißt, dass hier eine Verletzung des Demokratieprinzips bislang vorherrscht, was auf Dauer abgebaut werden muss. Das zentrale Problem gegenwärtig ist natürlich das Finanzproblem. Wir haben nochmal festgehalten, dass Europa nicht das Recht bekommen darf, Steuern zu erheben oder Schulden selbst aufzunehmen. Das bleibt das souveräne Recht der Einzelstaaten und das ist bei uns in Deutschland auch verfassungsrechtlich so verpflichtend gebunden. Das Bundesverfassungsgericht hat ja in einem kürzlichen Urteil nochmal darauf hingewiesen, dass wer die Absicht hätte, Kompetenzen der Finanzen zu übertragen von der nationalen Ebene auf die europäische Ebene, der muss wissen, dass das auf der Grundlage unserer heutigen deutschen Verfassung nicht möglich ist. Der muss dann von dem Artikel 142 Gebrauch machen und eine neue Verfassung durch einen Volksentscheid herbeiführen.
Ansonsten würde das auf den Widerspruch des Verfassungsgerichts stoßen. Ich halte das auch für richtig und das muss man auch den Europäern immer in Erinnerung rufen. Hier ist die Grenze der jetzigen verfassungsrechtlichen Ordnung gegeben, die wir nicht ohne eine solche Erneuerung einer Verfassung herbeiführen können. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jedenfalls im Rahmen der gegenwärtigen Diskussion und der gegenwärtigen Stimmung, die in Deutschland vorherrscht, ein solcher Volksentscheid herbeigeführt werden könnte. Der würde sicherlich, so wie in Dänemark der Euro abgelehnt worden ist, bei uns auch abgelehnt werden. Also diese Möglichkeit gibt es jedenfalls heute nicht. Wie das in 30 Jahren aussieht, das weiß natürlich keiner. Die Bayern sind auch da, ja? Ja, dann will ich nur abschließend sagen, die Euro-Krise, da will ich jetzt nicht viele Bemerkungen machen dazu. Die Euro-Krise steht natürlich im Moment im Vordergrund. Hier kann nur gehandelt werden gemeinsam. Für uns ist wichtig, dass auch hier die Grundprinzipien wieder mehr Bedeutung bekommen, nämlich das No-Bailout-Gebot, also das Verbot, dass die Staaten sich gegenseitig Budgethilfe leisten. Denn jeder Staat muss für seine Finanzen eigenverantwortlich handeln und wer zu viel Schulden macht, muss auch für die Schulden haften. Eine Vergemeinschaftung der Schulden, in welcher Form auch immer, durch Eurobonds oder durch Altschulden oder Neuschulden, Tilgungsfonds, darf es jedenfalls nach unserer Auffassung nicht geben. Das Grundprinzip heißt, jeder haftet für sein Handeln. Das ist ein Grundprinzip unserer Rechtsordnung. Ein Ladendieb muss auch für seinen Diebstahl haften, wenn er erwischt wird und kann sich nicht darauf rausreden, das ist ja so offen preisangeboten worden, ich bin ja quasi zum Mitnehmen verführt worden, diese Entschuldigung zieht nicht und so gilt es auch für Staaten nicht. Die haben gesagt, das Schuldenmachen ist uns ja so leicht gemacht worden, weil die Zinsen so stark gesunken sind, seit wir im Euro sind und deswegen seid ihr selber schuld, dass wir so viel Schulden gemacht haben. Also diese Ausrede trägt nicht. Sie müssen dann dafür selbst einstehen und haften. Dass es im Übergang hier Instrumente der Flexibilität gibt, wie den EFSF oder den ESM, also gewisse Fonds, die zur Hilfe zur Verfügung gestellt werden, ist in meinen Augen akzeptabel, unter der Voraussetzung, dass diese Hilfen an strikte Auflagen und Bedingungen gebunden sind. Aber man muss wissen, es ist eigentlich eine Regelung, die das Grundprinzip aufhebt. Ziel muss sein, dass man zu diesem Grundprinzip dieser Eigenhaftung wieder zurückkehrt. Das kann sicherlich 10, 20 Jahre dauern bei manchen Staaten, aber es muss klar sein, dass dieses Grundprinzip vorherrscht. Und das ist natürlich auch der Streit zwischen den europäischen Ländern, dass nämlich die Schuldnerländer wollen eine andere Lösung. Sie wollen, dass die deutschen oder die nördlichen Steuerzahler mithaften für die südlichen Staatsschulden. Und das wollen wir nicht und das können wir als Abgeordnete unseren Wählern, unseren Steuerzahlern in Deutschland auch nicht zumuten. Ja, meine Damen und Herren, jetzt werden wir in dieser Podiumsdiskussion über einige dieser Überlegungen diskutieren und streiten hoffentlich. Das ist ein Streitprozess, ein Diskussionsprozess, der dieser Frage sehr gut tut. Den werden wir noch weiter viele Jahre mit uns austragen müssen. Aber es lohnt sich, denn Europa ist trotzdem ein Beispiel in der ganzen Welt als friedensstiftender Zusammenschluss demokratischer Staaten. Und damit gilt es auch in vielen anderen Regionen der Welt als Vorbild, die natürlich die Schwierigkeiten, die wir in diesem Prozess haben, nicht so genau sehen. Im Moment ich war gerade in Indien, wird nicht viel auf Europa gesetzt und gegeben, weil sie sehen, dass, in welchen Schwierigkeiten wir sind. Aber ich glaube, es gibt keine Alternative dazu, Europa so weiterzuentwickeln, wie wir uns das vorstellen. Nur es ist kein fertiges Konzept, sondern es ist ein mühsamer Weg von Versuch und Irrtum, bei dem wir versuchen, Fortschritte zu erzielen. Wir haben viele Fortschritte erzielt und das wird in Zukunft auch gelingen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.